Fast alle haben sie vermisst. Jetzt ist sie endlich zurück, die digitale Betriebsversammlung. Bei mir im Studio Niklas Pasty, Rechtsanwalt aus Berlin. Willkommen, lieber Niklas. Hallo Sandra, das ist ein tolles Thema. Alte Bekannte kommen zurück. Also ich darf das gar nicht laut sagen. Ich habe gestern noch meinen Teilnehmern mitgeteilt. Bitte, Betriebsratssitzungen dürft ihr gerne online machen, wenn ihr eine Geschäftsordnung habt. Wenn die Nichtöffentlichkeit gewahrt ist, Betriebsversammlungen, habe ich behauptet, die müssen wieder face-to-face stattfinden. Du sagst, stimmt gar nicht mehr, seit wenigen Stunden. Ja, das ist eine sehr positive Nachricht, denn absolut. Der Bundestag hat am 8. September ein Gesetzespaket zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ab Herbst diesen Jahres beschlossen. Mhm. Und ein Bestandteil ist die Rückkehr des sehr beliebten Paragraphen 129 Betriebsverfassungsgesetz. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Also einige werden jubeln, ne? Denn Sandra, du weißt es, diese Betriebsversammlungen, 4 im Jahr, sind eine Rechtspflicht. Und oftmals unterbleibt das in der Praxis. Und ich höre immer so, ja, wenn wir es online machen könnten, gell? Also wie in der Pandemie, dann wäre es gut. Absolut. Du sprichst genau das an, was unsere Betriebsratskolleginnen und Kollegen die letzten Monate beschäftigt hat. Mhm. Denn den Paragraphen 129 gab es ja mal und im März des Jahres, diesen Jahres, ist der Paragraph dann ausgelaufen und dann galt die alte Rechtslage, die sagt, ja, Paragraph 43 Betriebsverfassungsgesetz sagt eine Betriebsversammlung pro Quartal und trotzdem sind ja viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice und viele Betriebsräte wollten weiterhin ihre Betriebsversammlungen digital online per Videokonferenz durchführen. Und da mussten wir immer sagen, naja, leider, die momentane Gesetzeslage lässt es nicht zu. Es war dann immer wieder so diese Abwägung, was passiert, wenn der Betriebsrat jetzt doch Online-Betriebsversammlungen macht? Könnte man dann ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn betreiben, weil er gegen die bestehende Rechtslage verstößt? Im Prinzip ja, nicht? Und das war ja auch wirklich das Problem. Ich weiß nicht, man muss vielleicht erwähnen, diese 4 Betriebsversammlungen sind eine echte Rechtspflicht. Aber ich glaube, das ist die Rechtspflicht, gegen die besonders häufig in den Betrieben verstoßen wurde, schon vor der Pandemie. Exakt. Ja? Und das stammt ja alles noch so aus den 50er Jahren, diese Rechtspflicht, als es den schwitzigen Fabrikarbeiter noch gab, da an seinem Fließband. Und der Gesetzgeber ist davon ausgegangen, der wird sich freuen, ja, dass er 4-mal im Jahr einen halben Nachmittag oder so weg kann von dieser wirklich schweren körperlichen Arbeit. Mhm. Jetzt gibt es ja auch viele Arbeitsstellen, die einfach Spaß machen, wo der Arbeitnehmer gar keine Lust hat, jetzt 4-mal im Jahr auf den Betriebsrat zu treffen. Aber umso schöner, dass das jetzt wieder online geht. Wobei, du schüttest gleich ein bisschen Wasser in den Wein und du wirst mir bestimmt sagen, Niklas, die Party ist ganz schnell wieder beendet, auch ohne Verlängerungsoption. Irgendwann endet diese Möglichkeit wieder. Genau, denn das ist ja jetzt wieder nur ein vorübergehendes Corona-Pandemie-Maßnahmenpaket und die Vorschrift gilt bis Ablauf zum 7. April 2023. Immerhin, ein paar Monate. In Kraft treten wird das Ganze jetzt im Laufe des September. Wenige Tage nach dem 16. September ist damit zu rechnen, dass der Paragraph 129 Betriebsverfassungsgesetz dann wieder in Kraft ist und gilt. Das heißt, für alle Betriebsrätinnen und Betriebsräte da draußen, in dem nächsten Quartal kann die Betriebsversammlung dann wieder online stattfinden. Und lieber Niklas, der Gesetzgeber gibt uns ja hier auch ein paar Vorgaben, wie so eine Online-Betriebsversammlung aussehen muss. Näheres dazu erfahren Sie, liebe Betriebsratskolleginnen und Kollegen, auch in dem speziell dafür entwickelten Seminar und Webinar Online-Betriebsversammlungen. Was jetzt praktisch neu nochmal aufgelegt wird. Ne? Genau, so ist es. Ja. Übrigens, da werden auch Online-Einigungsstellenverfahren sicher eine Rolle spielen. Auch die sind jetzt möglich bis zum 7. April. Auch das ist insoweit befristet. Und es gilt das, was immer galt, nicht? Die Nichtöffentlichkeit der Betriebsversammlung muss gewährleistet sein, auch wenn wir die online, also per Telefon und Videokonferenz oder Hybrid durchführen. Und hier sind auch die Betriebsratsvorsitzenden wirklich gefragt.
Also wenn ich da sehe, dass die Sandra, meine Kollegin, ja, da am Schreibtisch sitzt, im Homeoffice oder so, und hinter dir ist die gesamte Nachbarschaft, nicht? Dann müsste ich dich ermahnen und müsste sagen, Sandra, schick die Leute alle raus. Das sind keine Betriebsangehörigen. Ja, und Niklas, ich glaube, du hast jetzt gerade aus Versehen gesagt, das ist auch per Telefon möglich. Ui. Wir sind ja, das ist, genau, wir sind ja hier in dieser Besonderheit bei den Betriebsversammlungen geht das Ganze nur audiovisuell. Das heißt, es ist nur möglich, die Videokonferenz, die Telefonkonferenz aber nicht. Ich weiß, du hast es mit Sicherheit im Sprachfluss so drinnen, weil die Online-Sitzungen, die der Betriebsrat ja abhalten kann, die gehen per Telefon oder Videokonferenz. Sandra, dir entgeht nichts heute, nicht? Das ist einmal habe ich dir zugehört. Das ist doch wunderbar. Ja, du musst das verstehen. Ich bin ja ein Kind der 80er Jahre. Für mich ist das Telefon immer noch eine unfassbare Innovation, über die ich mich heute noch freue. Ja? Und ich habe ein Handy mit mir. Du weißt, dass ich hier die Wahrheit sage. Von BlackBerry, ne? Mit einer haptischen Tastatur. Niklas, du bist so oldschool. Absolut, ja. Ein Mann der alten Schule. Ich warte, bis das wieder cool ist. Ja? Genau. Bitte, wir müssen keine Protokolle oder sowas machen. Wir sind nicht auf der Betriebsratssitzung. Deswegen muss es wohl auch keine Anwesenheitsliste geben, auch nicht in Textform oder so. Aber die Nichtöffentlichkeit der Versammlung, die muss schon gewährleistet sein. Das ist schon wichtig. Außerdem sagt auch das neue Gesetz, es darf nicht aufgezeichnet werden. Und ja, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, dass man das unterbindet. Es ist jedenfalls eine Rechtspflicht für den Betriebsratsvorsitzenden. Ja, wie der Betriebsrat das sicherstellen soll, dass dann Kolleginnen und Kollegen, die sich digital dazuschalten, nicht auch aufzeichnen. Klar, das kann man über die Moderatorenrechte in einer Videokonferenz machen, aber mit dem Handy könnte ich natürlich aufzeichnen. Schwierig in der Praxis umzusetzen. Mit meinem kann ich es nicht, aber du halt schon, ja. Aber eine Ermahnung wird sein müssen, ja. Eine Ermahnung wird sein müssen, Kinder, hier wird nicht mitgeschnitten. Genau. Ja. Ja, das war einfach das perfekte Handy. Also ich muss dir sagen, wenn ich tippe, und ich tippe ja ständig so Nachrichten, ne? Also auch an die Mandantschaft, und ich will dann, dass es klick, klick, klick macht. Und ich will diesen leichten Widerstand spüren, wenn ich so eine Taste drücke, ja. Ich werde immer gefragt, Niklas, ist das ein scheiß Taschenrechner, den du hier mit dir herumführst? Nein, es ist mein Handy, ja. Und ich sag dir noch was, so als Oldschool-Man. Ich will, dass deine schöne Online-Betriebsversammlung auch barrierefrei ist. Du ahnst es, nein, du weißt es, von wem ich hier wieder rede. Ja, du hast ja immer ein Herz und ein Augenmerk auf alle Kolleginnen und Kollegen mit Schwerbehinderung und Gleichstellung. Ja, oder einfach so auch für die etwas älteren Menschen unter uns. Es ist für ein Kind der Nullerjahre, also für dich ist das gar nicht vorstellbar, aber es gibt da draußen Kollegen, die einfach nicht so fix sind mit dem ganzen Equipment und die noch in Deckung gehen, wenn sie eine E-Mail bekommen. Und die müssen wir irgendwie mit einbeziehen. Also einfach zu sagen, wir sehen uns auf der Online-Betriebsversammlung, schaff es dort mal hin. Und wenn du es nicht schaffst, ist dein Problem. Das geht, glaube ich, nicht. Es gibt da draußen auch die schwerbehinderten Beschäftigten und auch für die ist der Betriebsrat mit zuständig. Und da darf nicht gesagt werden, geh du mal auf deine Schwerbehindertenversammlung. Die darf es auch noch geben, aber die Betriebsversammlungen sind übrigens auch wichtig. Übrigens, Sandra, auch wenn das Thema also den einen oder anderen nervt, die SBV und ihre Schwerbehindertenversammlungen sind mal wieder übersehen worden vom Gesetzgeber. Ja? Niemand weiß, ob auch diese wichtigen Veranstaltungen online stattfinden dürfen. Ich meine ja. Okay, vielen Dank für diese Einschätzung. Und was natürlich auch funktioniert, liebe Betriebsratskolleginnen und Kollegen, das wissen Sie, die Hybridform, die funktioniert auch wenn sie im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt ist. Ja. Aber eine Mischversammlung zwischen ein Teil der Betriebsversammlung findet im Betrieb, betriebsöffentlich statt. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, sich technisch per Videokonferenz hinzuzuschalten. Auch das ist möglich. Übrigens bei der Einigungsstelle, die ich kurz erwähnt hatte, da darf es neben diesem Hinweis, hier wird nicht mitgeschnitten und das ist alles nicht öffentlich, da darf und muss es, anders als bei der Betriebsversammlung, eine Anwesenheitsliste geben. Ja, weiterhin. Also mindestens in Textform. Das heißt, der Chatverlauf, der dann ausdruckbar ist, oder eine E-Mail, die muss es bei den Einigungsstellenverfahren geben. Mein Rat als Anwalt wäre,
Aber das müssen natürlich unsere Zuhörer selbst entscheiden. Lass das mit den Online-Einigungsstellenverfahren. Ich will den Gegner, die Beisitzer des Arbeitgebers noch schwitzen sehen. Face to face mit mir in einem Raum. Und nur dann macht das Gewinnen, in Anführungszeichen, bei der Einigungsstelle gibt es ja keine Sieger und keine Besiegten, auch wirklich Spaß. Sie hörten den Rechtsanwalt, der immer gewinnt und der sich auch gerne vor der Einigungsstelle streitet, am liebsten face to face. Vielen Dank, lieber Niklas. Und bis zum nächsten Mal, liebe Betriebsratskolleginnen und Kollegen. Tschüss.